So, Frau Masi, dann schauen wir uns das doch mal an. Ja. Einfach reinkommen. Hallo. Hi, Simon. Du, Helen, ich will schnell ein Mikro. Darf ich dir etwas bringen? Also, Simon, natürlich, ich will doch immer etwas aus dem Mikro. Gerne einmal ein Gipfli French, ein Cola Zero und wenn du lieber hast, Apfelsäck über das Gipfel. Cola, Apfelsäck und French Gipfel. Ja, aber was für ein Cola? Hä? Ja, das Cola, das ist normal, oder was? Aber Simon, hast nicht so viel, gell? Wenn ich dir dann den Vaginalabstrich von der Frau Masi gebe, vergisst du den irgendwo im Labor? Nein, ich vergiss den Vaginalabstrich von der Frau Masi nicht Cola, irgendwo im Labor. Es ist ein Cola Zero. Komm, gib mir den. Hebst du mir das zusammen, Bier? Dankeschön. Frau Masi, sind Ihre Arbeitskollegen auch als unfähig? Müssen Sie nicht beantworten. Helen, ganz ehrlich, jetzt tust du aber gerade wie ein Zwetschge. Excuse? Ja, ich hast mich schon verstanden. Wie eine blöde Zwetschge tust, Helen, ganz ehrlich. Aber Simon, aber sicher nicht. Meine Patientin hockt da mit gespreizt wie ein blöster Vulva. So redest du aber sicher nicht mit mir vorüber. Nein. Ich sehe, dass deine Patientin mit gespreizt dabei und dem blöster Vulva da liegt. Aber das ändert nichts daran, dass du ein Aggressionsproblem hast, Helen. Ich habe sicher kein Aggressionsproblem. Doch. Und das findet Finn da rein. Nein. Was passt da? Danke vielmals, Ade. Frau Masi macht so einen Termin draussen bei Frau Siegenthaler. Ade, Frau Masi. Ich habe ein bisschen überreagiert. Ich weiß nicht, was sie hat. Ja, die Zeug. Die Zeug, ich habe mir falsche Beine aufgestanden. Eben, das Cola Silber und kannst mir gerade den nächsten schicken. Klar. Ja, sehr gerne. Tschüss, bis später. Ciao.